Der Dobermann gehört mit Sicherheit zu den Rassen, bei denen eine Disposition in dieser Rasse für DCM vorliegt. Wenn man durch viele Studien schaut, sieht man immer wieder, dass der Dobermann hier mit dabei ist, mit anderen Rassen, so wie Dogge, irischer Wolfshund, Saluki. Und das ist eben unbestreitbar, dass das ein wichtiges Problem bei dieser Rasse darstellt. Und wenn die Hunde über 7 Jahre alt sind, dann steigt das gehörig an. Und da liegt eben die Prävalenz, das wird natürlich je nach Studie etwas unterschiedlich sein, irgendwo zwischen 40% und 60%. Also ich glaube halt, dass die Rasse in so einen Teufelskreis hereinkommt, weil man sieht es jetzt schon, dass die Welpenkäufer zurückschrecken. Das heißt, es wird weniger Tiere geben, dann werden weniger Leute züchten, vielleicht bleiben dann nur wenige über, die züchten dann intensiver. Und dann kann es eben genau das passieren, man züchtet mit weniger Hunden intensiver, vermehrt noch mehr DCM und es gibt eine Abwärtsspirale, aus der der Dobermann nicht mehr rauskommt. Also müssen die Leute etwas dagegen tun. Es ist machbar, denke ich. Okay, so komplexe Krankheiten sind etwas schwieriger zu bearbeiten und man braucht etwas mehr Geduld. Aber man kann wieder in einen positiven Trend kommen, wenn man wirklich jetzt intensiv dran arbeitet. Also wir gehen auf die Messen, die Zucht schauen, sehen eigentlich das positive Engagement und ja auch von vielen Privatzüchtern das positive Engagement und dem wird sich der Verein auf Dauer nicht entziehen können. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das ging dann vieles dann über E-Mail und persönlichen Kontakt und hat sich eigentlich sehr positiv entwickelt. Und wir haben ja schon Proben hier, ganze Reihe. Und wie das mit Kooperation mit anderen Kollegen klappt, die haben sie noch nicht konkret geäußert. Und ich hoffe aber, dass der ein oder andere Kollege hier noch mitmachen wird. Also wir versuchen jetzt möglichst viele Proben von Dobermännern zusammen und wir kennen ja eine Reihe von Markern schon beim Dobermann und wir gehen jetzt in die nächste Stufe, dass wir für einen kleineren Teil der Tiere die komplett genotypisieren und dann gehen wir zur Komplett-Sequenzierung. Das heißt, wir bekommen dann ein paar Millionen Mutationen im Genom der Dobermänner und können die dann auch mit anderen Rassen vergleichen, wo wir Referenzrassen haben, die sehr herzgesund und sehr langlebig sind. Und so finden wir einmal die Regionen, wo der Dobermann wenig Variabilität mehr hat, wo man sagt, da haben die ein immanentes Problem. Und wir finden dann auch noch die Variation, die im Dobermann ist, die diese Rasse dann noch retten kann. Und das Entscheidende ist halt, dass wir von möglichst vielen Züchtern die Proben bekommen, dass wir auch die sehr viel verschiedenen Varianten entsprechender Menge dann auch hier haben und dann hier das herausarbeiten können, um den Leuten dann letztendlich so einen genomweiten Test zur Verfügung zu stellen zu können, womit sie dann arbeiten können. Die Züchter können ja über die Internetseiten die Formblätter anklicken, runterladen, dann wissen sie, wie sie welche Proben und wie sie die einschicken sollen. Also das sind im Wesentlichen EDTA-Blutproben. Also die Blutproben werden dem Hund dann entnommen beim Tierarzt und in ein bestimmtes Gefäß mit Konservierungsflüssigkeit, also Stabilisatoren, dass die Zellen, die die DNA enthalten, nicht kaputt gehen, hier konserviert werden. Dann können sie uns das zuschicken. Sie kriegen dann auch die Bestätigung zurück, dass das eingegangen ist. Und wir archivieren und isolieren die DNA, präparieren das dann. Dann schickt der Züchter uns die Befunde zu. Biomarker, EKG, Echokardiographie ist der Phänotyp. Also wir können auch alles verwenden, um den Phänotyp besser zu charakterisieren. Und wir gehen auf die Schiene der DNA. In München wird ja mehr auf der Phänotyp-Seite geforscht. Wir versuchen eben Phänotyp und die genetische Seite zu vereinigen. Wir haben auch in München angefragt, ob eine Kooperation zustande kommt. Herr
Der Kollege muss sich das noch überlegen, er wird sich sicherlich dann nach zugegebener Zeit äußern. Aber wir arbeiten aber, wie gesagt, auch mit anderen Kardiologen zusammen. Also wir brauchen ja auch den Phänotyp. Und was dann eben auch wichtig wäre, wenn ein Hund versterben sollte, dass man dann auch, wenn möglich, die Todesursache bekommen könnte und wann er gestorben ist. Weil das sollte man also nicht ganz vergessen. Wir hatten ja gesagt, dass die Aufwendungen für die B-Chip-Genotypisierung, dass die eben vom Züchter oder Halter getragen werden sollten, während er die Komplettsequenzierung, die bei weitem viel teurer ist, nicht zu tragen hat. Also das sind die Kosten und diese Ergebnisse, wie vorher geschildert, über diese verschiedenen Genvarianten oder Genomabschnitte, die eben die bestimmten Mutationen tragen, die eben für oder gegen die DCM arbeiten, diese Information bekommt er zurück. Wir bewahren ja die Probe auch auf, also da geht nichts verloren. Also die Züchter schicken in der Regel, da steht ja auf dem Formblatt alles drum, die Annentafel mit. Und dass wir die Pedigrees und die Verwandtschaft bekommen, gut, wenn der Zuchtverband sich in Toto beteiligt, dann wäre natürlich am besten ein elektronisches Zuchtbuch, dass man dann eben nur gegenprüfen muss, ob das alles zusammenpasst. Das wäre natürlich noch angenehmer, wenn das dann möglich wäre. Wenn wir jetzt schon die kritische Zahl erreicht haben, dann beginnen wir mit der ersten Analyse. Also wir brauchen eine bestimmte Anzahl an eindeutig Erkrankten oder mit bestimmten Symptomen für DCM und dann Vergleichstieren, wo wir sicher sein können, dass die keine Anzeichen von DCM haben, auch im hohen Alter. Als erstes schauen wir, ob die Probe verwendbar ist für uns, also dass die Blutprobe nicht geronnen ist, dass das Gläschen in Ordnung ist und unbeschadet ist. Und dann wird es auf EDV registriert in der Datenbank. Und dann beginnen wir mit der DNA zu isolieren und prüfen die DNA-Qualität. Also das können wir innerhalb von einer Woche überprüfen. Und sollte da eben ein Problem sein, dann melden wir uns nochmals bei dem Züchter oder bei dem Halter. Wir kennen bestimmte Mutationen schon, die testen wir jetzt schon im Vorfeld mal. Und dieses Ergebnis können wir dem Züchter auch schon mitteilen. Aber wir warnen davor, das ist nur sehr vorläufig. Das wird halt in mehreren Stufen laufen, dass wir am Anfang noch nicht so ganz perfekt sind. Und Stufe für Stufe bekommen wir an Informationen mehr dazu und können das dann auch nach den Schweregraden, nach den protektiven Faktoren, nach den disponierenden Faktoren so herausbekommen. Die Hunde haben verschiedene Genomabschnitte, wo eine Disposition für die Erkrankung ist und wo auch protektive Faktoren fehlen. Und die sind eben in einer größeren Menge vorhanden in jedem Tier, müssen aber nicht unbedingt sofort zum Ausbruch kommen. Und wenn ich dann bestimmte Paarungen habe, bestimmten speziellen Konstellationen, dann tritt die Erkrankung auf und es schaut dann aus, als ob es ein Faktor und ein dominantes Gen wäre. Aber dadurch, dass die Hunde, weil die ja relativ ingezüchtet sind, sehr viele ähnliche Bereiche auf dem Genom haben, kann sich so ein Schwall, also es ist praktisch wie so eine Welle von Genvarianten, die sich dann bei Nachkommen auftürmt und dann tritt die Erkrankung auf. Es wird sicherlich keinen Gentest, so wie viele Züchter den jetzt kennen, dass ich wie ein Merkmal eine Mutation. Sowas wird es nicht geben für die Herzmuskelerkrankungen, sondern wir haben immer eine größere Anzahl von Mutationen, die wir dann in der Zusammenschau bearbeiten. Das machen wir auch schon für andere Rassen und das scheint eben gut zu funktionieren. Also dass wir auch die Summe diese verschiedenen Genvarianten entsprechend ihrer Bedeutung bei dem Tier gewichten und dann das zusammenaddieren und daraus kriegen wir einen neuen Wert, aus dem wir also diese Disposition ableiten können. Mhm. Also aus positiven wie aus negativen Faktoren. Also bei Herzmuskeln muss man sich das vielleicht so vorstellen, sie haben disponierende Genvarianten und sie haben Genvarianten, die ihr Herz schützen. Und wenn Sie zu wenig Schützende haben bei Disponierenden, dann tritt es auf. Wenn Sie eine bestimmte Anzahl Disponierender haben, aber Sie haben unheimlich viele schützende Varianten, dann tritt das vielleicht
nicht auf oder erst sehr, sehr spät im Leben oder nicht mehr klinisch oder subklinisch bemerkbar. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Sobald Sie so eine komplexe Erkrankung behandeln, haben Sie ja viel mehr Zeit und Aufwand zu betreiben, den Leuten diese Genetik klarzumachen, dass es nicht wie ein Gentest funktioniert. Das ist ja die Hauptschwierigkeit, dass die Leute erwarten, wir testen oder wir stecken das Blut in ein kleines Röhrchen, so wie die Klinik, in einen kleinen Automaten und nach einer halben Stunde kommt ein Ergebnis raus und da steht drum, gesund, krank. Das funktioniert hier nicht so. Und das wäre ja Charlatanerie. Also, dass wir also hoffen, dass wir eine mehr Aufgeschlossenheit kriegen, also unser Element ist nicht nur irgendein Testergebnis zu produzieren, sondern den Leuten Informationen, wie man damit umgeht, die Hunde züchtet und ein Problembewusstsein, nicht nur für eine Krankheit, sondern für ihren Hund in Toto zu bewirken. Umso mehr sich beteiligen, umso größere Vielfalt, was es für Varianten gibt, kriegen wir. Umso sicherer und zuverlässiger können wir dann Aussagen treffen. Und also ist immer bei der Genetik inzwischen so, möglichst große Zahlen. In der Humanmedizin sind das ja Zehntausende, Hunderttausende, wenn man das manchmal liest. Also das wird krankenhausweise abgefasst, die Daten. Und bei Hunden brauchen wir nicht diese hohen Zahlen, weil die Populationen ja mehr in sich geschlossen sind. Damit haben wir nicht diese so unmengengroße Streuung. Aber dennoch brauchen wir für die Dobermänner auch eine gute repräsentative Stichprobe, möglichst viele Tiere. Umso mehr können wir aussagen, umso mehr Züchter erreichen wir, umso mehr Leute bekommen auch Informationen und umso mehr sich beteiligen, umso besser wird es der Rasse nachher gehen und sich besser entwickeln.